kurzen 25 Minuten. Das ist die Geschichte der UTN, die sehr jung ist, 2021 gegründet. Und, wie die Moderatorin sagte, meine Geschichte. Ich bin super nervös, wie bei jedem Vortrag. Warum eigentlich? Und vielleicht ist es diese Situation, man sitzt in einer Vorlesung 90 Minuten und denkt, oh je, wer schläft denn da? Hören Sie alle zu, plaudern über die gestrige Party. Und es ist gar nicht meins. Ich würde lieber mit Ihnen, mit 5 oder 10 Leuten gemeinsam im kleinen Rahmen sprechen. Und das ist genau das, was wir an der UTN auch nicht haben wollen. Wir wollen alle mitnehmen, alle, die lernen können. Also das wollen wir anders machen an der UTN. Und da sage ich Ihnen genau am Ende heute, wie wir das an der UTN machen. Aber warum machen wir es an der UTN anders? Und warum ist es eigentlich so relevant? Also was ist eigentlich Lernen? Ich habe vorhin gesprochen über den Shift vom Teaching to Learning. Und diesen Shift from Teaching to Learning, den möchte ich heute Ihnen ein bisschen näher beibringen. Beziehungsweise ich vermute, die meisten von Ihnen wissen, was es ist, aber aus anderer Perspektive Ihnen nochmal Inspiration geben. Gutes Shift from Teaching to Learning fängt an, dass man Lernziele formuliert. Ich habe es mal probiert hier. Sie haben am Ende dieser 25 Minuten gelernt oder sind in der Fähigkeit, Folgendes zu tun, aktivierende Lernmethoden zu erläutern, zu verstehen, warum es an der UTN keine traditionellen Vorlesungen gibt und können den Ansatz auch des UTN-Lernen darstellen. Das sind so Lernziele. Wenn ich das jetzt als Ziel habe, daraufhin habe ich jetzt meine Präsentation abgestimmt. Keine Interaktion heute, bei 25 Minuten geht es nicht, aber ein bisschen. Was denken Sie denn? Zuhören ist nicht gleich Lernen. Stimmt oder stimmt nicht? Wer sagt, stimmt? Die Gegenprobe. Zuhören ist nicht gleich Lernen. Stimmt nicht? Ja, genau. Stimmt ist eine wichtige Nuance. Zuhören ist wichtig. Man kriegt ja Input, aber das alleine reicht nicht. Ich müsste jetzt mit Ihnen eine Aktivität durchführen, dass Sie das Gehörte dann auch anwenden können. Und dann merkt man, ob man es gelernt hat oder nicht. Das andere, Lernen ist ein Tanz zwischen Denken und Handeln, also tun. Stimmt oder stimmt nicht? Wer sagt stimmt? Auch wir, die Experten, natürlich, das stimmt. Denken ist wichtig, hatten wir ja schon vorhin gesagt, aber dann das Handeln und das Tun hilft uns zu reflektieren, haben wir das eigentlich wirklich begriffen kognitiv? Und das ist eben Active Learning oder kognitive Aktivierung. Und die letzte Frage, Erfahrung macht jede Person zu einer guten Lehrenden oder zu einem guten Lehrenden. Richtig oder falsch? Wer sagt richtig? Wer sagt falsch? Auch hier wieder erfahrene Experten hier im Publikum, genau, falsch. Die Erfahrung alleine macht uns nicht zu guten Lehrenden. Wir brauchen natürlich auch nochmal andere Kompetenzen und andere Möglichkeiten, unsere Erfahrung dann so zu reflektieren, dass wir es umsetzen können. Ich hatte vom Shift from Teaching to Learning beredet. Wenn das bedeutet, dass wir Lehre aus der Sicht des Lernen betrachten, dann müssen wir wissen, was Lernen ist. Jetzt haben wir ein Problem. Die Wissenschaftlerinnen sind sich nämlich nicht einig, was Lernen ist. Das sind 13 verschiedene Definitionen. Lernen ist eine biochemische Aktivität, Eiweißbrücken bauen im Kopf, eine Informationsverarbeitung, eine Konstruktion von Wissen und so weiter. Es gibt vielleicht sogar noch mehr als diese 13 Definitionen. Wenn wir uns aber nicht einigen können, was Lernen ist, worauf haben sich denn die Wissenschaftlerinnen geeinigt? Naja, man hat sich darauf einigen können, dass Lernen von vielen verschiedenen Bedingungen, Faktoren und Kontexten abhängt. Das heißt, was wir tun können als Lehrende in der Hochschulbildung, wir Bedingungen schaffen, dass Lernen klappen kann. Und eine dieser Bedingungen ist eben, Lernende, Studierende in Aktivitäten einbinden. Eben nicht nur die Kognition, sondern dann auch eine Aktivität zu erfolgen, damit etwas hängen bleibt, damit da ja, im Englischen Meaning-Making stattfinden kann. Dieses Active Learning, diese kognitive Aktivierung ist so wichtig. Es gibt verschiedene Modelle, was Active Learning sein kann. Ich nutze an der UTN dieses Modell hier, wo Active Learning im Center steht, aber Active Learning alleine reicht nicht aus. Active Learning bedeutet auch, kooperativ, also in der Gruppe zu lernen, konstruktiv, also darüber zu reflektieren. Es muss authentisch sein für die Lernenden. Nicht für die Lehrenden nur, das reicht nicht. Beispiele für die Lernenden zu haben, die authentisch sind und natürlich zielorientiert, intentional. Ich gehe nicht hier in die Einzelheiten ein, aber das Meaningful Learning with Digital Technologies ist was, wo Sie nachrecherchieren können. Ich spreche immer von Active Learning. Und dieses Active Learning sind zum Beispiel aktivierende Lernstrategien. Warum ist das so wichtig? Studien haben gezeigt, dass wir dadurch wirklich besser lernen, vertiefte Kompetenzen entwickeln, sogar bessere Noten haben sich ergeben. Das ist zum Beispiel von Deslauriers eine wichtige Studie. Wir wissen also aus der Wissenschaft, Lernen mit Active Learning ist sinnvoll, besser und hilft unseren Studierenden. Wenn wir das nun wissen, wie kriegen wir das denn hin? Leider haben nämlich auch Studien gezeigt, dass es Widerstände gibt.
Studierende wollen das gar nicht, die mögen Entertainment-Vorlesungen. Ich bin jetzt nicht der beste Entertainer für Sie, ich weiß. Ich fand Christina Zitzmanns kleinen Vortrag viel besser. Aber wenn ich Sie jetzt frage, Entertainment super, und das, diese Studie von Deslauriers zeigt, Studierende mögen diese Vorlesungen, wo jemand entertaint. Fragt man dann Studierende mit Pre-Post-Tests, was die gelernt haben, blieb ganz wenig hängen. Hat man Active Learning gemacht, bleibt viel mehr hängen. Und da haben dann die Studierenden gesagt, wir wollen kein Active Learning, ist viel zu aufwendig, viel zu stressig, wir müssen hier aktiv werden. Und wir haben auch Widerstände auf Seiten der Lehrenden. Auch hier gibt es Menschen, die stehen gerne auf der Bühne und berichten als Experte von ihrem oder ihrer Wissen-Expertise. Ich gehöre da nicht unbedingt dazu. Ich würde lieber mit ihnen in Kleingruppen arbeiten. Auch hier gibt es also Widerstände. Und diese Widerstände können wir in der Hochschulbildung, in der Didaktik, im Instructional Design mit den Lehrenden und mit den Studierenden gemeinsam aufheben. Es gibt Workshops, 1:1 Coachings und andere Sachen, die wir auch an der UTN versuchen umzusetzen. Ich hatte vorhin vom Shift from Teaching to Learning das New Never Normal berichtet, dass wir niemals mehr diese neue Normalität erreichen. Ich habe 2016 mal geschrieben, wir sind in Cross-Action Spaces. Wir gehen nicht mehr an die Universität, weil wir Access zu Information brauchen. Wir haben Social Media, wir haben alles Mögliche an Möglichkeiten, Informationen abzurufen. Studierende gehen vor allen Dingen auch an die Universität, weil sie Zugang zu Lernprozessen haben wollen, die wir strukturieren in der Hochschulbildung. Und diese neue Strukturierung im Sinne von Active Learning zum Beispiel und andere Möglichkeiten, die müssen wir fokussieren in dieser neuen Realität und mit AI erst recht. Und diese Grundidee, dass wir in diesem Zeitalter leben, wo wir keine neue Normalität mehr haben, wo immer alles never normal ist, da stellen wir uns als in der Hochschule und in der Hochschulbildung, wie Christina Zitzmann sagte, als gemeinsame Gestaltungsaufgabe hochschulübergreifend die Frage, wie können wir Learning Experiences, positive Lernerfahrungen für Studierende eigentlich designen, dass diese dann auch lernen können. Bevor ich jetzt auf die UTN eingehe, habe ich noch mal ein paar Forschungserkenntnisse dabei, so Eckpfeiler, natürlich nicht alles, was wir wissen aus der Welt, aber ein paar Dinge, die relevant sind bei dieser Gestaltung. Zunächst ist es ganz relevant, wenn wir neue Lehre lernen gestalten wollen, dass wir immer in Iterationen denken. Nicht, ich stehe hier, mache einen Vortrag und dann war alles gut oder alles schlecht. Das ist ein Prozess. Im besten Fall kriege ich Feedback, was gut war, was nicht gut war und darf den Vortrag nochmal halten. Dann habe ich gelernt. Und diese Iteration, also diese positive Learning Experience für Studierende gestalten, das heißt, ich habe eine Idee, wie ich meine Veranstaltung von 90 Minuten mache oder eine Idee, wie ich über ein Semester lang meine Lehrveranstaltung mache und dann da aber Daten erhebe und am besten Fall nicht nur die Studierenden frage, ob sie es toll fanden, sondern auch mit Pre-Post-Test erfrage, war es denn lernwirksam? Konnten Studierende die Ziele erreichen, die ich wollte als Lehrende, dass sie erreichen konnten? Und diese Iteration, also ich habe eine Idee, mache meine Lehrveranstaltung, kriege Daten, lerne daraus, mache es besser und kann es dann nochmal machen. Da habe ich gelernt in meiner Zeit aus den USA, es braucht 3 Iterationen, wo dann klar ist, diese Lehrveranstaltung ist so gut, dass sie effektiv ist. Studierende können die Ziele erreichen, die Lernziele, effizient, nicht zu viel reingepackt, nicht zu wenig, nicht langweilig und auch natürlich für die Studierenden interessant, positiv interessant, dass man sich abgeholt fühlt. Und das kann man mit diesen Methoden machen, eben Usability, User Experience oder Learning Experience Design. Keine Zeit in den 25 Minuten, ich entschuldige mich, auf diese X-Methoden im Detail einzugehen. Ich bin den ganzen Tag hier, sorry für die Leute am Bildschirm, aber wenn Sie Fragen haben für die, die im Publikum sind, ich gebe gerne mehr Einblicke in diese Methoden. Wichtig hier war, die Message ist, 3 Iterationen, Daten erheben, eine Idee haben, Daten erheben, weitermachen. Das heißt, wenn es nur im Wintersemester angeboten wird, dauert es eben 3 Wintersemester. Aber nicht aufhören, Daten zu erheben. Die helfen dann, diese 4 Sachen zu erreichen. Ist es effektiv, effizient, ansprechend für Studierende und auch positiv emotional? Weil wir wissen, negative Gefühle, keine Wertschätzung, behindert Lernen. Also Studierende kulturell sensitiv und empathische Methoden anwenden. Es gibt jetzt eine ganze Menge von Forschungserkenntnissen. Wir haben zum Beispiel Mobile Microlearning etwas entwickelt in den USA und haben dann festgestellt, wie wichtig Feedback ist. Und da gibt es auch ganz viele Studien zu, die sagen, Feedback ist ein ganz entscheidender Faktor beim Lernen. Und wir haben festgestellt, wir haben so ein automatisiertes Feedback genommen, das war nicht ausreichend. Das war viel zu allgemein, es muss viel persönlicher werden, auf den Einzelnen zugeschneidert. Oder eben interaktive Inhalte waren da, toll,
aber die Beispiele waren nicht authentisch für die Studierenden. Ein zweites Beispiel hier haben wir einen Blended Learning Kurs entwickelt gehabt und die Daten haben uns gezeigt, dass wir die Studierenden im Bereich projektbasiertem Lernen nicht mitnehmen. Die denken sich nicht immer, der Lehrende wird mir doch sagen, was richtig und falsch ist. Warum soll ich da jetzt ein Projekt durchführen? Also Studierende, wenn man mit projektbasierten Methoden arbeitet, müssen quasi regelmäßig kommuniziert bekommen, was projektbasiertes Arbeiten sind. Eine Art Metakommunikation über die Methode. Sonst macht da keiner mit. Sonst kommt immer nur die Frage, ja, aber was kommt in der Prüfung vor, anstatt in Projekten zu arbeiten. Und wir haben dann gelernt, wir müssen immer drei Dimensionen in diesem Art von Iteration abgreifen. Also die pädagogische oder didaktische, die technologische und die soziokulturelle Dimension. Das brauchen wir, dafür brauchen wir Daten für diese drei Sachen, wie wir dann Lehrveranstaltungen, Kurse oder andere Learning Experiences sinnvoll gestalten können. Da gebe ich eine letzte Studie dazu und dann gehe ich auch schon darauf ein, wie wir es an der UTN jetzt machen wollen. Wir haben zum Beispiel hier mit Pre-Post-Sets entwickelt, auch wieder einen Kurs, das war jetzt ein reiner Online-Kurs, und haben gefragt, ist es effektiv, ist es lernwirksam, können die Studierenden diese Ziele erreichen? Und haben festgestellt, ja, 31 von 46 haben diese Lernziele erreichen können. Gucken wir dann aber genauer hin mit solchen 5 Levels, wo wir die Studierenden am Anfang einstufen, sind sie in Level 1, 2, 3 und müssen dann halt dementsprechend anderes Wissen dazu gewinnen oder andere Kompetenzen entwickeln, dann stellen wir fest, nur 16 von 46 erreichten die Zielpunktzahl. Nur 16 von 46. Das heißt, dieses Design war gut für Beginner. Und das ist eine andere Botschaft. Wir designen häufig Veranstaltungen für Menschen, die kein Wissen haben, das wahrscheinlich auch häufig der Fall ist. Aber was machen wir mit denen, die schon Vorwissen haben? Die würden in diesem Ding nichts gelernt haben, in dieser Art von Veranstaltung. Also ich wollte Ihnen hier nur erstmal sagen, Zwischenfazit dieser Präsentation, je nachdem, welche Daten Sie erheben, stellen Sie fest, wie Sie die Lehrveranstaltung weiterentwickeln können. Und eine letzte, die wir an der UTN schon durchgeführt haben, im Mobile Robotics, das war ein Online-Prototyp 2022. Auch hier wieder 14 von 17 haben ihre Post-Test-Scores verbessern können. Wir haben aber gemerkt, wir holen damit nicht alle ab. Also nicht alle haben die Intended Learning Outcomes erreicht. Wir hatten gute technologische Dimension, aber was überhaupt nicht passte, war die Interaktion und das Feedback. Also hier auch wieder, das Feedback ist so entscheidend. Studierende brauchen formatives Assessment, formatives Feedback während den Veranstaltungen, um sich weiterentwickeln zu können. Sonst wissen die Studierenden nicht, warum komme ich nicht weiter, was fehlt jetzt hier, warum habe ich diesen Zwischentest nicht bestanden und so weiter. Was bedeutet das denn jetzt für die UTN? Wie machen wir das denn jetzt? Was genau machen wir anders? Wie gestalten wir dort Kurse und Lehrveranstaltungen? Wir haben Online- und Offline-Phasen, die sich abwechseln. Und das Erste ist, dass wir eine Art Flip Classroom haben. Erstmal nichts Neues für Sie. Die meisten werden es kennen. Dieser Flip Classroom ist aber so aufgebaut, dass wir der Online-Phase interaktiver Zugang zu den Materialien haben. Und dort bereits auch Aktivitäten. Also ich zeige gleich genauer, wie das funktioniert. Und in diesen Aktivitäten, die man vorbereitet, allein oder auch teilweise in Gruppen, da mit diesen schon Art vorab entwickelten Kompetenzen, geht man dann in diese Präsenzphase. Und diese Online-Phase ist quasi selbstgesteuert und asynchron. Da ist jetzt nichts mit, ich mache ein Video und Sie sind online dabei. Das ist wirklich asynchrones Lernen. In der Regel so eine Woche, kann aber über 2 Wochen gehen, eine Einheit. Und in diesen, das heißt, wir shiften die Rolle des Lehrenden von from the stage on the stage, so wie ich das jetzt eigentlich mache. Ich erzähle ja jetzt hier nichts, nur also ganz viel, aber erzähle nur was und bin nicht der Guide on the side. Eigentlich müsste jetzt danach wieder ein Workshop erfolgen in Kleingruppen. Was haben Sie ja mitgenommen? Wie können Sie das Wissen, was Sie hier, die ersten Informationen, wie können Sie die mitnehmen für Ihre Art von Kontext und für Ihre Hochschulen? Das würde jetzt fehlen. Das heißt, was und diese Side on the Guide, das ist eben, the Guide on the Side, das ist eben das Relevante. Und in diesen Online-Phasen gibt es schon Feedback. Das heißt, es gibt Informationsmaterial zum Lesen oder kurze Videos, asynchron hochgeladen, andere Sachen. Und dann gibt es auch immer Assignments, Aufgaben für die Studierenden, die sie in der Online-Phase bereits machen. Und dazu gibt es dieses formative Feedback, formatives Assessment. Was war gut? Was war weniger gut? Wie kannst du dich verbessern? Und dieses Feedback ist so entscheidend. Das haben nochmal ganz viele Studien gezeigt. Im Westen wäre es sogar, und das ist das Potenzial von AI,
Im besten Fall ist es sehr persönliches Feedback, wo wir dann auch selbst mit großen Veranstaltungen, das ist ja jetzt für kleinere Veranstaltungen gedacht, dieses Konzept, mit Veranstaltungen, wo wir viele Leute haben, wo uns so ein AI-Tutor oder auch andere Tutoren dann helfen können, sehr persönliches Feedback zu geben. Weil Studien zeigen, dann entwickle ich mich weiter, dann lerne ich. Das heißt, wir haben diese asynchronen Lernphasen in Gruppen oder individuell und haben dann diese Campus-Treffen. Das kann wöchentlich sein, das kann zweiwöchentlich sein. Das kann aber auch eine andere, einmal im Monat ein größeres Treffen sein. Es kommt darauf an, was die Lernziele sind. Und in diesem ganzen Rahmen haben wir so eine Art teilnehmende Kultur. Wir möchten Studierende dadurch aktivieren, teilzunehmen, nämlich aktiv, ich hatte ja schon von Active Learning gesprochen, kooperativ, in der Regel immer auch Gruppenarbeit zu haben und das ansprechend, also auch enjoyable zu gestalten, sodass es Spaß macht, weil, wie gesagt, negative Emotionen behindern Lernen, keine Wertschätzung behindert oder verhindert Lernen. Deswegen ist es so wichtig, diese drei Punkte immer, Effektivität, Effizienz und Appealing mitzudenken. So machen wir das jetzt ganz konkret in dem Campus-Management-System, was wir haben. Das heißt, Studierende loggen sich ein, haben erstmal so eine Discover-Phase in der ersten Lerneinheit, dann demonstrieren sie selber schon was, da gibt es also direkt schon eine Aufgabe, ein Assignment dazu. Und dann wird etwas vertieft, in der Regel in Präsenz. So könnte man sich das ideal vorstellen. In diesem Demonstrate, wo die ein Assignment einreichen, dort gibt es Punkte. Studierende sammeln Punkte, die dann über alle Lerneinheiten 100% der Punkte ergeben. 100% wäre eine 1 oder ein Pass. Mindestens 70% ist eben ein Pass. Und dann rechnet man runter. Ne? 90% bis 100% ist eine 1, 80% bis 90% wäre eine 2. Also Studierende haben die Möglichkeit, in diesen jeweiligen Lerneinheiten Punkte zu sammeln für ihre Endnote. Und natürlich ist das Ganze im Sinne von Backward Design aufgebaut. Bedeutet, wir fangen an, was sind die Lernziele dieser Einheiten? Jede Einheit ist für sich erstmal eigenständig möglich, als Moduls anzusehen. Wann haben wir die Lernziele? Und die Lernziele und das formative Feedback wird dann die Studierenden bekommen, um dann diese Lerneinheiten weiter zu bearbeiten. Und so sind dann die verschiedenen Einheiten. Bei 12 Wochen kann es 6 Einheiten geben, vielleicht auch 8. Ein größeres Abschlussassignment vielleicht am Ende von über 4 Wochen. So ist dann in der Regel das aufgebaut, dass die Studierenden immer schrittweise, Häppchen für Häppchen die Sachen lernen und am Ende ein größeres Projekt, in der Regel in Gruppenarbeit haben. Das haben wir also so aufgebaut, dass jeder Masterstudiengang ein Learning in Transformation Projekt hat über 2 Semester. Wir haben einen Scientific Core, das heißt, da gibt es immer so eine Art Pflichtkurse für die Wissenschaft und dann können sich Studierende spezialisieren und wir haben auch immer diesen interdisziplinären Track, dass wir auch andere, wir stehen ja dafür, dass wir Lehre neu denken wollen und die großen Herausforderungen unserer Welt können wir nicht mehr nur disziplinär lösen und daher immer diese Idee, dass die Engineering immer auch die Humanities mit dabei haben und daher dieser interdisziplinäre Track bei jedem Masterstudiengang dabei ist. Und in jedem dieser Masterprogramme sind ECTS-Punkte für Key Competencies mit dabei. Also Projektmanagement, Intercultural Team Management oder Problem Solving und so weiter. Dass die halt in diesem für das Learning and Transformation Projekt, was über 2 Semester geht, dann direkt auch lernen, wie man dieses Projekt managen kann. Die Zusammenfassung für diesen Vortrag, ein kleiner Sprint, den ich heute mit Ihnen eingelegt habe, aktivierendes Lernen mit digitalen Technologien, wie können wir Lehre aus Sicht, also Lehre bedeutet Lernen zu designen und aus dieser Perspektive Lehre anders zu tun, eine Art Flipped Classroom, aber mit Assignments und formativen Assessments und das mag vielleicht etwas neu sein für einige von Ihnen, Inhalte natürlich interaktiv, ästhetisch aufbereiten, dazu braucht man Instructional Designer, die das machen, die auch mit den Lehrenden zusammen Workshops und Coaching durchführen und das Feedback absolut nicht vernachlässigen, nicht einfach nur am Ende eine Prüfung machen, sondern in diesen Lerneinheiten regelmäßig jedem Student, Studentin Feedback geben und das in der Regel durch das Campus-Management-System. Diese neuen Rollen für die Lehrenden sind damit entscheidend. Man ist nicht nur immer noch der Experte, natürlich bleibt man Experte für sein Fachgebiet, aber auch Lerndesigner und Lernbegleiter. Und diese neuen Rollen sind so wichtig, damit man Lernen designen kann und dann Lehre anders anbieten kann. Und ich hatte es jetzt ein paar Mal erwähnt, Daten zu erheben im Sinne, ist die Lehrveranstaltung, die ich designt habe, effektiv, also können Studierende die Ziele tatsächlich erreichen, effizient und auch ansprechend für die Studierenden. Das war es erstmal von meiner Seite und wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Was nehmen Sie mit nach Hause?
was können Sie nutzen und was ist aus Ihrer Sicht eine gute Lösung oder ein zentraler Baustein für digital gestütztes Lernen und Lernen an Ihrer oder an einer Universität? Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, liebe Isa Janke. Wir sind vor der Zeit fertig. Das ist ganz toll. Das heißt, wir haben ausreichend Zeit für Fragen, die hoffentlich in Massen im Chat zu uns gekommen sind. Ansonsten haben wir bestimmt auch noch ganz viele Fragen. So. Ich kann auf jeden Fall schon mal aus dem Livestream berichten, dass ich hier ganz viele applaudierende Hände sehe. Und dementsprechend komme ich zur ersten Frage von Caroline Romas. Wer zahlt diese notwendigen Stellen? Tolle Idee. Wir als neu gegründete Technische Universität Nürnbergs, 2021 gegründet, haben die Möglichkeit und netterweise hat eine Strukturkommission, die Jahre davor getagt hat, sehr viele Stellen für die Instructional Designer mit eingeplant, sodass wir da als Universität tatsächlich Geld in die Hand nehmen können, dürfen, müssen, wollen zum Glück auch. Und da haben wir dann genügend, hoffentlich genügend Unterstützung für die Zukunft. Also jetzt im Aufbau sowieso und das wird sich dann zeigen, wie es dann in 10 Jahren aussieht. Mhm. Super, vielen Dank. Johannes Schleiß fragt, was würden Sie einer Hochschule raten, um die Ideen zum Beispiel Flipped Classroom, neue Rollen, stückweise in ihre Lehre zu integrieren? Klammer, Transformationsprozess. Ja. Also an einer bestehenden Universität würde ich natürlich mit den Professorinnen zusammenarbeiten, die erstmal Lust hätten da drauf, also nicht mit denen, die sagen, hatten wir ja vorhin gehört, nicht die sagen, ich habe gar keine Lust oder ich gehe bald in Rente oder sonst was, sondern wer hat Lust? Und dann kann man, es gibt ein ganz tolles Konzept Fortbildungsforschung, also dass man erstmal Input gibt, vielleicht, was ist denn Flipped Classroom, Beispiele liefert, ganz verschiedene Beispiele aus allen möglichen Disziplinen, wo es gut läuft. Und dann ganz konkret, also dass man erstmal lernt, was ist denn Flipped Classroom, wie kann man das machen, was sind Eckpunkte und dann konkret an der eigenen Lehrveranstaltung in einem 1:1-Coaching mit Leuten aus dem Instructional Design, Hochschuldidaktikbereich zusammenarbeiten, wie man einzelne Elemente der Veranstaltung mal flippen kann und dann das mit Daten zu erfassen, erheben und diese einzelnen Elemente so peu à peu. Und wenn andere Leute schon mutiger sind, dann kann man auch natürlich eine ganze Veranstaltung haben. Ich würde raten, mit kleinen Veranstaltungen anzufangen, also von 30 Studierenden, wenn es kleine Seminare möglicherweise sind und mit den großen Pflichtveranstaltungen, Vorlesungen mit 600 vielleicht erstmal peu à peu, Step für Step, pro 90-minütige Einheit anzufangen, also dass man das, dass man erstmal mit kleineren Seminareinheiten beginnt, anstatt mit großen Vorlesungen. Mhm, spannend, super spannend. Es sind wahnsinnig viele Fragen eingegangen. Die nächste, die ich vorlesen darf, hat uns von Stefan Scheiner erreicht und er fragt und sagt erstmal vielen Dank für den Vortrag und fragt, wie groß sind in der Regel die Veranstaltungen? Das ist ein Luxus, den wir haben an der UTN. Wir haben im Masterbereich 30 Leute gedeckelt für jede Veranstaltung, weil wir eben anders uns aufstellen wollen, weil wir interdisziplinär sind, weil wir was Neues ausprobieren wollen. Wir haben in dem Gründungskonzept stehen, dass wir ein Verhältnis von einer Professorin zu 25 Studierenden in Zukunft haben werden. Wenn es alles dabei bleibt, davon gehe ich jetzt erstmal aus, haben wir natürlich den Luxus, tatsächlich ein gutes Betreuungsverhältnis zu haben und daher diese 30 Leute pro Seminar bzw. pro Vorlesung oder wir nennen das halt Kurse, weil bei uns gibt es ja keine Vorlesungen. Ja. Okay, wunderbar. Dann fragt Frau Dr. Katja Isberner, welche Assessment-Systeme für das formative Feedback verwenden Sie aktuell? Wir nutzen vor allen Dingen Lernbeurteilungskriterien, das sind sogenannte Rubrics. Und da gibt es eine Vielzahl, einfach mal googeln, Rubrics, Berkeley hat sowas, das gibt wirklich sehr viel. Mhm. Und das heißt, da werden wir vorher diese Lernbeurteilungskriterien transparent machen in dem System. Und dann haben wir Feedbackmöglichkeiten aufgrund dieser verschiedenen Rubrics. Und da gibt es eine Vielfalt. Da gibt es Sachen wie Punkte von 1 bis 5. Also da gibt es eine ganze Varianz. Ich gucke jetzt auf die Zeit, die rennt uns vor. Okay, haben wir noch Zeit. Noch ausreichend also unter, Zeit für all die Fragen. Wir nutzen halt diese Rubrics, wir haben ja die Lernziele. Erfassen dann, wie kann man die Lernziele messen. Mhm. Wir haben dazu die Lernbeurteilungskriterien, das heißt, Studierende wissen vorher, bevor sie ihre Aufgabe, ihr Assignment einreichen, was die Kriterien sind, wie sie quasi bewertet werden. Mhm. Und daran wird dann eben jeweils Feedback gegeben und Punkte vergeben, die man vorher quasi festgelegt hat. Mhm.
Super, dann vielen Dank für die rege Teilnahme hier in der Online-Session. Vielen Dank für die Beantwortung, Frau Janke. Haben wir gar nicht mehr. Wir haben noch weitere Fragen, haben wir dafür Zeit? Ja, Martina? Wir haben noch 4 Minuten okay. Zeit. Dann gehe ich einmal weiter. Und zwar, wir nutzen diese tollen Fragen. Und zwar, ich gehe einfach direkt im Chat weiter. Felix Rarek fragt, welchen Ratschlag haben Sie für Studierende, um solche innovativen Ideen einzufordern? Bei uns gibt es enormen Widerstand von Seiten der Dozierenden. Ja, wir kennen die Widerstände aus der Forschung und ich glaube, jeder kennt die Widerstände an den eigenen Universitäten. Ich finde es super, wenn Studierende einfach antreten, vielleicht an die Vizepräsidentinnen für Lehre und sagen, hey, können wir mal einen Workshop machen? Da gibt es ja diese Kreativitätsworkshops, die Ideation-Workshops, wo man vielleicht rollenübergreifend Studierende und Dozierende, die Lust haben, mal Workshops machen. Ich habe es noch nicht machen müssen, aber es wäre auch eine Idee für die UTN, dass man die Studierenden tatsächlich stärker mit einbindet in diesen Prozess. Und ich würde jedem Studierenden oder Studierendenvertretungsgruppen raten, sich möglicherweise innerhalb der an den Studiendekan, wenn es einen Dekan gibt, bei uns, wir sind anders aufgestellt, oder eben ruhig an die Vizepräsidenten für Lehre sich zu wenden und sagen, hey, wir haben tolle Ideen, können wir nicht da mal was ausprobieren, zusammen was machen und einfach mal zu explorieren, was gibt es denn da für Möglichkeiten. Mhm. Dafür sind wir auch da. Super, spannend. Dann geht es direkt weiter mit der Frau Dr. Lydia Seibel. Sie fragt, wie ist das Verhältnis Structural Designer zu Lehrenden an der UTN? Wie ist das Verhältnis von Instructional Designern zu Lehrenden an der UTN? Also wir sind eine ganz neue Universität. Für alle, die es noch nicht wissen, wir haben zurzeit 2 Departments. Wir haben noch nicht ganz so viele Professorinnen. Ich gucke jetzt gerade mal da hinten im Kommunikationsteam, ob wir die genaue Zahl der Professorinnen kennen. Ich glaube, 10 oder sowas. Und wir haben 10 Studierende. Und Instructional Designer haben wir, ich glaube, jetzt 4. Also wir sind im Aufbau. Ja. Und ich habe die letzten 2 Jahre die gesamte Uni mit aufgebaut, also im Sinne von Lehre, Studium und Promotion. Und da gibt es nichts. Sie müssen sich das vorstellen, der Kanzler und der Präsident kommen in gemietete Räume und da ist nichts. Da ist keine Infrastruktur, kein Personal, keine IT, gar nichts. Keine ASPO, also keine allgemeine Studienordnung, keine Prüfungsordnungen, keine Immatrikulationssatzung. Alles das haben wir die letzten 2 Jahre gemacht. Und deswegen haben wir zurzeit noch ein sehr gutes Verhältnis von Instructional Designern zu Professoren, ist aber auch in Zukunft so gedacht, weil die Gründungskommission, beziehungsweise die Strukturkommission, die vorab evaluiert hat, wie soll eine neue Uni aussehen, die hat zum Glück eine ganze Menge Stellen mit vorgesehen. Insofern haben wir tatsächlich den Luxus, und ich kann nur jeder anderen Universität raten, da zu investieren in diese Teams, dass man tatsächlich, wenn man das ernst meint, Lehre zu verbessern zu wollen, dass man da investiert, ja. Prima, vielen Dank für Ihre Beantwortung. Nun fragt Professor Dr. Martin Ulrich, vielen Dank für Ihre Keynote zum Einstieg. Wie begegnen Sie dem klassischen Problem, dass beim Flipped Classroom die Leistungsunterschiede auseinanderdriften, die bereits guten Lernen noch besser, andere droppen out, ... Ich kenne das Problem nicht. Wahrscheinlich gibt es verschiedene Konzepte von Flipped Classroom. Dadurch, dass wir formatives Assessment haben und die Leute ja mitnehmen, und sehen wir ja, ob die Leute innerhalb dieser ersten Woche der Lerneinheit oder wenn die Lerneinheit über 2 Wochen geht, sehen wir, ob die Leute das verstanden haben, weil sie ja diese Aufgaben einreichen. Und dann ist die Idee bei diesem formativen Assessment nachzujustieren durch das Feedback und sagt, hey, du kriegst jetzt hier nur 50% der Punkte, weil hier und hier ist noch Bedarf, dass du nochmal durchliest und das nochmal zurückgehst und da oder da nochmal eine extra Aufgabe bekommst. Und damit fangen wir das auf. Wir wollen halt da jeden mitnehmen. Das ist die Grundidee, wie wir angehen, das an der UTN. Wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank für diese vielen Fragen und Antworten, die Sie alle und auch Sie an den Bildschirmen gestellt haben. Wir sind damit schon am Ende unserer ersten Keynote. Vielen Dank allen, die sich online zugeschaltet haben.